Robbenkock. Robbenkock. Kuckenkuck. Ich war heute ein bisschen enttäuscht. Warum? Ich habe endlich mal dieses Dolly, was man nicht frei zugänglich benutzen kann, benutzen können. Okay. Es war einfach nur enttäuschend. Dolly! Dolly? Da konntest du halt kaum was machen mit. Ich meine, welches war es, Dolly 2? Es war das, was wofür man erstmal einen Monat warten muss in der Warteliste. Wenn du dich da einschreibst. Und dann darfst du da irgendwie nur pro Monat irgendwie 50 Sachen reintun. Für den ersten Monat und dann für den nächsten Monat 15. Oh. Wo zum Teufel bin ich? Party. Machst du heute Party? Zu Party, zu Party. Das Spiel ist gecrashed. Gut. Gut. Die kannst du danke. Danke, 7 Tage zum Krepieren. Ja, hoffentlich ist das jetzt nicht wieder der Bug. Das letzte Mal hatte ich einen komischen Disconnect. Ach ja, hier ist das Haus, was du auch zerlegt hast. Dankeschön. Achtung! Rauchgang! Rauch gefangen! Hauptsache, hier liegen noch die Ketten. Warum fliegt der Rest eigentlich noch in der Luft? Ja. Die Zombies eigentlich gerade alle. Im Urlaub. Es ist Sommer. Sommer von der Sonnenschwelle. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh Gott. Warum? Der rennt. Gott rennt. Okay, Party Request. Party angesagt. Warum ist jetzt plötzlich wieder so hell? Keine Ahnung. Ja, der hat hier doch aufgeräumt. Hä? Mit den Scheißdreck da unten weg. Das sieht immer noch so dämlich aus hier. Ja. Glaubst du? Party angesagt. Jetzt müssen wir uns nur für uns beide so einen Gyrokopter holen. Ja, ne? Kann man die noch in besser kriegen als den du hattest?
Nee, aber man kann den Mods rein tun. Weil der geht viel zu schnell leer. Wahrscheinlich kann man einen besseren Tank rein tun. Ich glaube, ich habe einen besseren Tank da reingetan. Wäre. Leere Regal. Leere? Leere Regal. Warum ist dieses Haus hier wieder komplett aufgebaut? Ja. Herr Lauterbach. Ich finde schön, wie das Nachladen keine Geräusche macht. Wieso soll's auch? Doch nachladen. Kunst des Bergbaus Part 2. Warum leckt's gerade? Hallo? Ja, keine Ahnung. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Da noch einer? Nö, die Tür ist nur offen. Mag die Nachbarn nicht. Ich habe halt einen Schalldämpfer auf meine Waffe draufgepackt. Die macht keine Geräusche beim Nachladen. Gut. Incoming Enemies. Und wo? Keine Ahnung, ich bin unter dir. Oder neben dir, keine Ahnung, wo bist du? Ach, du bist Incoming Enemy. Wahrscheinlich. Hallo, ist hier jemand? Ein Streamer. Ein Streamer. Ja, ein Streamer ist da. Ich hab hier mal eben ein paar Leute aus dem Haus entfernt und den Geier. Die ganze Erde. Da sind Wölfe. Wo? Zwischen unserem Haus und dem Haus, wo ich gerade drauf bin. Master, we are not alone. Ist einfach an mir vorbeigegangen, da ist noch einer. Warum sehen die aus wie irgendwelche Leute, die sich einfach ein Wolf-Kostüm angezogen haben, wenn sie da liegen? Guck's dir an, das sieht aus wie ein Mensch in einem Wolfskostüm. Was kennst du für Menschen? Guck mal nach Wolfjob. Dann weißt du, was ich meine. Nee. Was hast du da angeballert? Leiche. Unter Wasser. Ich hab das Wasser zerstört.
Kannst du nicht atmen? Alle Ballon. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier auch rumballern. Eine Python! Oder einfach eine Schlange. Ich muss mit meinem Inventar ausräumen. Ich jetzt gleich auch. Vielleicht im Central Park. Genau. Das ist noch eine Schlange. Warum sind hier Schlangen? Ja. Und die ist einfach nur tot, oder was? Die habe ich umgebracht. Warum lässt du die da liegen? Ich habe kein Messer dabei. Ich habe immer ein Messer dabei. Ein 6er Messer. Eingelassene Beute. Bauplan vergrößerter Gewehrlaufmund. So angenehm hier wieder zu sein. No Droids. Munition, ich habe doch sicherlich Shotgun-Muni hier. Shotgun-Leder. Shotgun-Leder. Das ist logisch. Shotgun-Prima. Beton. Beton, 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 Beton. Beton. Wo hast du gerade den? Was? Den Ding ins Tunnel rüber zu dem Loch, was wir da immer sprengen. Was? Wollen wir das machen? Können wir? Müssten wir, glaube ich, aber in dem Loch anfangen. Würde jedenfalls Sinn machen, wenn wir da anfangen. Und das Loch ist im Norden. Hä? Geht der Tunnel hier nicht mal weiter? Welcher Tunnel? Der hier. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Der bei uns im Keller. Bei uns in der Höhle. Ja. Wie ist denn wieder zu? Keine Ahnung, vielleicht ist da ein Haus resettet worden. Ich habe beim Haus neben uns mal eine Quest gemacht. Gut, dass es so weit runter geht. Dahinter sollte ja irgendwann weitergehen. Ja, irgendwann.
Warum sagt man eigentlich immer statt Beton, Beton und Cousin, Cousin? Ist. Wo kommt das G her? Umgangssprache. Richtig, das ist eine Umgangssprache. Ich hab zu tief gegraben. Wie weit ist dieses Haus? Wir sind schon zu einem Drittel am Durchschnitt vorbei. Zu einem Drittel am Durchschnitt vorbei? Zum Drittel am Grundstück vorbei. Es wird geschossen. Wo wollte ich eigentlich jetzt nächstes sparen? Keine Ahnung. Vielleicht besser snipen können? Ich weiß es nicht. Gut. Hä? Ist irgendein Zombie in der Nähe? Gut. Call the Herd. Doch, das macht der gerade auch. Kannst du das leiser machen? Scheinbar auch Hunde oder so weit oben. Danke, Kaktussaft. Hunde sehe ich gerade nicht. Ich habe welche gehört. Danke, Kaktussaft. Der ist saftig. Wir haben zu viel Lehm hier drin. Gut. 6000 Lehm werden nicht mehr angenommen. Soll ich einfach Eisen oder Stahl machen? Ja. Was war das Bessere nochmal? Stahl. Wie wär's mit 1384 Stahl? Hatte ich doch noch eine Idee. Ich weiß zwar nicht, was wir daraus bauen, aber hey. Wir können unsere Wände damit aufbessern, ne? Ja. Hast du übrigens noch nicht entdeckt, was ich zuletzt bei dem Haus hier gemacht habe? Scheiße. Nee. Mit Keksen. Hättest du die Lichter?
Nee. Meinst du das da? Was? Wenn ich die Wände hier verbessert habe, nee. Ach ja, komm her. Das ist eine Sache, die ich verändert habe, aber die merke ich gerade nicht mal. Der Lichtraum. Soll das? Ducken. Versuch ducken zum Das Reinkommen. lockt die doch alle an. Sie sehen das nicht. Romani ite domum. Glaube, das habe ich schon gesehen. Ich habe da vorhin erst hingemalt. Die grammatisch richtige Version von dem hier. Weil hier steht, Römer nach Hause gehen tun und hier ist, Römer geht nach Hause. Römer Hausi. Römer Hausi? Muss hier noch von außen die Wände verstärken, weil da habe ich noch nicht überall. Römer Hausi. Warum ist das hier andersrum? Mist, was andersrum. Level 87. Das ist andersrum, weil ich sonst diese Stützpfeile da nicht hinbekommen hätte. Weil das dann den gleichen Block einnehmen würde. Nicht nur runtergefallen, guten Tag. Würde? Ich habe keine Würde. Oh, mein Puff mitbringt am meisten EP. Was? Ja. Das bringt. Ich habe dich gar nicht verstanden. Bowman-Improvement. Achso. Hab gleich 100.000 XP dazu. Rocken Screamer. Dann kümmere dich drum. Kann ich gerade nicht. Okay, dann eben nicht. Master, we are not alone. Mich drum gekümmert. Da kommt der nächste. Gut. Greift aus irgendeinem Grund den Telefonmast da an. Telefonmast! Zum Bauarbeiter. Der Telefonmast? Ne, der Bauarbeiter greift den Telefonmast an. Warum? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein Screamer oder so.
Ja. Ne? Nee. Ah. Hoff mal, das stürzt jetzt gleich nicht wieder ein. Sollte es eigentlich nicht, wenn ich hier nur die einzelnen Ecken hochbaue. Ja, ja. Bin kein Orthopäde. Immer wachsam. Always stay vigilant. Vigilant. Im Kühlschrank steht ein eingefangenes Päckchen Sahne, das kannst du der Katze geben. Gut. Etwas mit Wasser verdünnen. Soll man Katzen Sahne geben? Etwas mit Wasser verdünnen. Okay. Ja, das würde ich erst machen, sobald du hier auch alles unten... Das ist ein Stützpfeiler. Ja, und der steht trotzdem hier drauf. Ja, ich hatte den von unten nach oben verbessert. Wir müssen hier noch die Wand ändern. Die Wand und du? Die Wand und du. Ich habe übrigens mal die Kellertür. Die Wand. Ja. Geupgradet. Welche? Ja, die große. Die Mosten. Draußen? Ja. Ich habe gedacht, die wäre schon geupgradet. Ich habe die auf Stahl gebracht. Voll war der Felsen. Du meintest doch, das ging nicht weiter. Nicht ohne extra vorher eine Stalltür zu craften. Warum sieht das jetzt aus wie so eine Mülltonne? Ja. Ich habe eher an einen Container gedacht, an einen Shipping-Container. Ja, aber von okay. Außen, aber von innen. Von außen sieht's, von innen sieht es doch mehr nach einem Shipping-Container aus. Nee. Nee. So, aber zum Loch. Warum? Damit wir hier den Weg rüber bauen. Wollen wir uns vorher die Koordinaten oder nicht die Koordinaten, wie tiefer waren? Das war auf Höhe 0. 26. Das hier. Ja, wir müssen ja von hier aus runtergehen. Wo in dem Fall? Ja, wo in dem Fall? Ja, wo ist da, Pilis? Ja, wo ist ein Penis? Warum fliegst du? Warum nicht? Sehe ich einfach nur, wie du da senkrecht hochfliegst. Fliegst waagerecht hoch. Ich
Ist senkrecht wirklich das Gegenteil von waagrecht? Waagrecht. Frankreich. Das Wo ist das Loch Gegenteil hin? von waagerecht, waagerecht ist unter der Erde. Hast du Wo da eine ist das? Mission Ach, da ist gemacht? es. Nee, da ist das Loch, okay. Das hat bei mir nur nicht geladen. Ich kann den Turm auch gerade nicht sehen, aber ganz viele Bäume sehe ich. Haben wir die gepflanzt? Kann sein. Ich sehe keine Bäume. Ich sehe hier überall Bäume. Diese Frames. Was esse ich denn mal morgen? Ich habe da eine Lasagne unten stehen, ich habe da sonst noch irgendein Tiefkühlzeugs. Das ist immer noch am Einbrechen. Immer noch. Ja, aber weil es halt nicht geladen war, während wir weg waren. Vielleicht höre ich es ja explodieren. Ich sehe auf jeden Fall den Penis, der vorher nicht zu sehen war. Wir müssen ja jetzt erstmal den Dreck wegschaffen, ne? Dann noch ein bisschen Dynamit. Ich bin Dynamit. Dynamit. Dönerfleisch. Eine Fleisch. Redewendung sagt, Döner macht schöner. Weiß. Gut. Du? Ja, hier ist eine Leiter. Also Ach, dann wird die nicht geladen. bis hierhin geht die. Sekunde. Ne, hier unten geht's noch weiter. Okay. Hier hat einfach noch was gefehlt, weil das runtergefallen ist. Das bricht halt da halt immer noch zusammen. Erstmal den ganzen Dreck hier unten wegmachen. Ich glaube, ich hatte da sogar für mich so ein kleines Löchlein gebaut, wo man halb drin wohnen können kann könnte. Mach du dann am besten so, dass du ein kleines Loch gräbst und dann da das Zeug reinwirfst. Warum habe ich dafür EP bekommen? Keine Ahnung, aber ich habe das gerade gemacht, was du getan hast. Geschafft hast. War da ein Zombie drin? Ich war da drin. Warum kriege ich dann EP, wenn du stirbst? Ich bin Dagobert Duck. Also hier ist ein großes Loch drin. Ja, das habe ich gerade gemacht. Warum fällt da immer mehr? Ja. Was ist Dagobert Duck? Warum jetzt Dagobert Duck? Der hat Hasen im Arsch. Kaninchen in der Hose. Frag mich, ob die jetzt endlich Dagobert mal Duck! Staffel 3 rausgebracht haben. Dagobert Duck. Bist du wieder da oder warum höre ich hier gerade Geräusche von irgendwas kaputt gehen?
Guten Tag. Wir sind im Steinbruch. Die Leckerschmecker sind gelandet. Wir sind im Steinbruch. Das ist BD. Das ist BD. Steinbruch. Schön, wie du da noch wegrennst aus dem Feuer. Und trotzdem am Sterben bist. Ja. Kennst du irgendwelche Spiele, die extremst hochgehypt wurden damals, so 2012 mäßig bis 2015, wo sich kein Mensch daran erinnert? Also da ich kann mich dran erinnert. SimCity. Ja gut, das wurde nicht gehabt, das wurde eigentlich nur gehatet. Was war mit Sunset Overdrive? Warum hört man davon nichts? Das wurde nie gehabt, aber das ist super. Was mit Infamous Second Son? Das wird gehabt und davon höre ich nie was. Davon habe ich nichts gehört. Mit dem Floyd in der Hauptrolle. Gut. Der sieht aus wie der damals aussah. Jetzt hat er einen Anzug an, oder was? Wie der halt aussehen würde, wenn der statt einer Cappy einen Beanie hätte. Beanies sind auch so dämlich, ne? Ach, einen Beanie, ich hab mir einen Weenie verstanden. Er hat so ein Würstchen da drauf. Warum sind die dämlich? Sehen hässlich aus. Ja, ich sehe auch hässlich aus. Und wenn du die anhast, dann siehst du dadurch auch automatisch noch dämlicher aus. Was mit Jimbo? Jimbo. Der Jimbo aus den Simpsons. Was ist mit Kernig? Warum Kernig? Kernig. Warum hat man den nicht Kernig genannt im Deutsch? Der hat ein Kind. Und Mühlenhaus. Und ein Auto. Den hätte man Kernig nennen sollen, wenn man Homer schon Humer nennt. Was? Ja. Ich nenne den doch nicht Humer. Doch, am Anfang haben die den Humer genannt. Gut. Hast du nie die alten Folgen gesehen? Guten Tag. Warum sehe ich gerade, wie der Flieger da einfach runterfällt? Das war ich. Da schwebt noch eine Menge in der Luft. Gern nicht. Hier kommt der Genuss. Oh nein, hinter uns! Ja! Warum? Gern nicht. Genuss. Kernignuss und andere Abenteuer auf dem Reiterhof. Fucking Abenteuer auf dem Reiterhof, ne? Welcher Teil? Alle. Ich hab die gespielt. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich da immer aufgeregt, wie langsam die Scheißfrau läuft. Die sind wirklich mit so fucking 2 km/h rumgelaufen die ganze Zeit. Oh Gott! Gut. Ich sollte meine Drohne wieder aufhängen. Bleib stehen, Drohne! Oh, I do love an adventure.
Warum fällt das nicht runter? Keine Ahnung. Und hat hier vorne hat einfach aufgehört, oder wie? Hast du gerade aufgeräumt und ist hier wieder alles voll. Hier sieht's am bescheuertsten aus. Ja. Hey, hier ist noch das Loch. Jetzt fühle ich mich, als wenn hier einfach alles um mich herum zusammengestürzt ist, dass ich eingesperrt bin. 127 Hours, oder was? War das das mit dem World Trade Center? Nee, das war das, wo der Typ in ein Loch fällt, den Arm verkennt und sich den abschneidet. Der echte Mann. Der echte Mann! Der echte Mann. Esteban! War das nicht auf dem einen Himalaya? Es? Hier war da nicht auch irgendwie ein Film, wo sich einer einen Arm abschneidet? Keine Ahnung. Weil der auf dem Himalaya war. Lieferheld. Es? Du hast Lieferheld gesagt. Mission Wildnis! Lieferheld. Ich hab gesagt Evil Dead. Wie du um mich herum hier Sachen sprengst, während ich in einem Loch unten drunter bin. Ah! Alles um mich herum ist eingestürzt. Gut. Also fast alles. Da oben hängt noch alles. Ich muss mal kurz zum Shop. Warum hat das nicht... Der viewt man noch. Brauchst du Hilfe? Gut, ich muss das Teil kurz aufheben, wenn ich mich das Spiel lassen würde. Danke. Aufladen, überladen, Bums. Und stell dich mal hier hin und so und das sieht einfach aus wie so eine Müllhalde. Müllhaus. Das ist eine Müllhalde. Ist Müllhaus. Von Horsten. Haus des Geldes. Müllhaus. Guten Tag. Guten Tag, ich flieg. Haus des Geldes war. Haus des Geldes zwar, naja. Warum nennt man es nicht einfach Bank? Weil es nicht eine Bank ist. Es ist eine Gelddruckerei. Warum nennt man es dann nicht Gelddruckerei? Weil es im Spanischen Haus des Papiers heißt. La Casa del Papel. Warum nennt man es dann nicht Haus des Papiers? Weil es Geld. Insofern es nicht staatlich
verteilt wurde, ist es eh kein Geld. Doch. Nein. Das doch. Ist Papier. Pappel. Pappel. Pappel Escobar. Ich glaube, ich brauche auch mal eine Raketenwerfer. Hey. Das fällt hier halt einfach runter, als wenn das ein Wasserfall wäre. Out. Fast. Soll ich eigentlich einfach schon mal einen Tunnel rüberbauen oder? In was? Soll ich schon mal einen Tunnel rüberbauen oder? Hier erstmal sauber machen. Wenn eh wieder voll ist. Klar, warum nicht? Bleib halt in der Luft. Nach. Es schwebt. Ich will nicht, dass es schwebt. Ich will nicht, dass es schwebt. Schwebt immer noch. Aber kleiner. Ja. Wo genau bauen wir denn unser Loch hin? Ja. Sieht halt wirklich aus wie so eine Müllhalde. Und in der Nacht fallen hier noch die Säcke runter. Ist da der weitere Weg? Der richtig? Ja. Oh, eine Bläader. Blei. Blei. Blei dir treu. Das wollte ich. Stell dir vor, du wirst angeschossen, die Kugel bleibt in dir stecken und du stirbst in einer Bleivergiftung. Bleib dir treu. Warum muss es jetzt extrem lecken? Ja. Du bist hungrig. Käseflips. Und Erdnusschips. Setz dich. Wächs nicht. Lagerfeuer. Gedacht, du hast ja jetzt wieder so einen runden Raum gemacht. Nee, ich mache einen Tunnel. Kontrollierte Sprengungen.
Ich meine, das ist das, was ich letztens gegen euch in Smash mit Snake gemacht habe. Kontrollierte Sprengungen? Ja, ich habe da doch immer die oder Minen Tunnelgraben. gelegt. Ich habe da immer die Minen unter euch hingelegt und dann seid ihr da drauf gegangen und dann habe ich die gesprengt. Airdrop. Gibt's bestimmt wieder nur Müll. Ja. Soll ich trotzdem gucken? Willst du meinen Gyrocopter? Okay. Ich werde versuchen, hier irgendwie hochzukommen. Gut, hast du Holz? Ich habe Steine. Ich meine, für eine Leiter halt, ne? Nee, ich muss mir ja nur den Weg hier an der einen Ecke da vorbei bauen. Soll ich mir hier Kies hinsetzen, wo ich draufstehe? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Hä? Ich meine, was? So halbwegs. Das funktioniert aber nicht. Ich hänge hier einfach so wie so eine Ziege an der Wand und gehe da hoch. Skyrim. Skyrim fährt. Davon habe ich eine weitere Folge gesehen jetzt. Muss ich auch endlich mal weitersehen. Einfach, weil, keine Ahnung. Ich muss auch endlich mal Licorice Recall weitersehen. Holzleiter. Nummer, Nummer, nee. Ja, das hat bestimmt keine Nachteile für mich. Kann das da nicht hin? Hä? Aber jetzt plötzlich schon. Komisch. Ja, man kann wieder hoch. Also halbwegs, hier ist schon der nächste Punkt, wo man nicht weiter kann. Gut. Da kann man sich aber, glaube ich, einfach hochgraben. Was hältst du denn davon, dass es jetzt in Genshin Impact das Dendro-Element gibt, endlich? Nendroid. Ich verstehe nicht, warum, wie man darauf kommen konnte, dass das einfach Explosion ist.
Wobei Feuer schon Explosion war im Endeffekt. Aber das ist halt einfach verfolgende Sachen, die explodieren. Das macht nicht mal Sinn. Wer denn, wie weit entfernt ist es? Baseballschläger 4. 500 Meter. Find schön, wie ich irgendwie erst drauf geskillt habe, dass ich meinen Hammer die ganze Zeit schlagen kann. Was hast du gekillt? Aber Zombie. Warum war da einer? Keine Ahnung. Gräbst du nicht ein Loch? Ja. Warum Da bin ist ich dir da... kurz rausgegangen, du gehst ja wieder rein. Hallo, ist jemand zu Hause? Scheinbar nicht. Okay. Komm ich halt später wieder. Zimmer-Service. Boah. Ich muss mal kurz weg. Ah. Ich auch. Warum hört er das? Nimm die Tür. Brennender Schaft, Mod. Da hätte ich gern brennenden Schaft dran. Da habe ich schon einen. Ja, das macht gar keinen Sinn, aber hey. Warum nicht die Drohne zu einem brennenden Schaft machen? Startup Sequence activated. Wann habe ich damit geschossen? Ach so, ich habe da den Verändern reingedrückt, deswegen. Ich habe eben ein Ne? Haus ausgeräumt und einen brennenden Schaftmod bekommen. Krass. Habe ich an mein Messer dran getan. 1000 Grad heißes Messer. Wo ich immer noch nicht den Trend verstanden habe, warum das irgendwer ansehen wollte. Das müssen Kinder gewesen sein, die das geguckt haben. Es können nur Ja. Kinder gewesen sein. Ja. Das kann sich doch kein Erwachsener angeguckt haben und sich so gedacht haben, boah geil, direkt mal das nächste Video anklicken davon. Ja. Wassermelone wird damit geschnitten. Geil, nochmal. Wassermelone wird damit angeschnitten. Vor allem, das waren nie 1000 Grad heiße Messer, sonst wären die
weiß gewesen und nicht fucking rot. Ist ja auch vor allem genauso dämlich wie in Dingen baden. Ich bade jetzt in Katzenpisse. Ich bade in Chicken Wings. Militärhelm 6. Militärstiefel 6. Militärbeinschienen 5. Militärweste 5. Militärhandschuhe 5. Helmlichtmod. Gimme. Brauchst du eine Helmlichtmod da drauf? Anyway. Hast du jetzt. Fuck. An dem Dolly-Dingens finde ich übrigens auch noch blöd. An dem offiziellen, du darfst da keine lizenzierten Sachen benutzen. Ja. Hä? Ob sie wollen angeklagt werden oder was? Ja, aber bei Dolly Mini kannst du das. Ja, da wird auch nicht jedes Resultat gespeichert. Und ist Dolly Mini überhaupt von der gleichen Firma? Keine Ahnung, aber das Dämliche ist halt jedes Mal, wenn du da irgendwas machst, was die nicht so toll finden, wenn du das weitermachst, dann müssen wir dich bannen. Schreiben die dir halt direkt. Anstatt dir irgendwie dahin zu schreiben, jo, das kannst du nicht. Nö, wir müssen dich bannen, wenn du weitermachst. Ja, ne? Und das vor allem, wenn du da was eingibst, wo du nicht mal weißt, ob das irgendwie was Schlimmes wäre. Donald Trump rutscht auf einer Banane aus. Das darfst du nicht. Ja, weil es dann viel zu einfach wäre, einfach irgendwelche fucking Fake-Propaganda-Sachen zu machen. Als random Person. Ich glaube nicht, dass man großartig was Fake über Trump erzählen kann. Da könntest du irgendeine Scheiße erzählen und es würde immer noch zutreffen. Nicht, wenn man sagt, er ist ein Gutmensch. Ich hab gesagt, irgendeine Scheiße. Sowas wie, der ist als erster auf dem Mond gelandet. Und das wird immer noch zutreffen, meintest du? Ja, ja. Wo ist das Loch? Da. That's hot. Ich sehe halt den Turm nicht mehr. Doch, da ist er. Da. Dies ist hot. Findest du das nicht auch blöd, dass das Akronym von High School of the Dead gestohlen wurde? Von was? Von Game of Thrones. Gut. Ja. Die haben daraus einfach House of the Dragon gemacht. Gut. Ja, haben sie Pech gehabt, weil Hot D ist High School of the Dead. Und wird's auch immer bleiben. Ja, jedes Mal, wenn das jetzt aber in den Trends ist, hast du da fucking Game of Thrones. Du musst einfach jetzt, keine Ahnung, Bots machen auf Twitter, die halt High School of the Dead Art reposten und retweeten und was auch immer. Und halt immer den Hashtag HotD benutzen. Also immer wenn Leute irgendwie auf den Hashtag gucken, um House of the Dragon Sack zu finden, finden die ihn einfach hinter. Dann mach doch einfach Hot Dragon.
Hey, das tut meiner Rüstung weh. Übrigens, willst du deine Rüstung? Soll ich dir da alles von geben? Yes. 65556. Gib. Habe ich genug Platz im Inventar? Nee. Sekunde. Ja, dann nehme ich das wieder mit. Stern. Hinter dir. Wie ist es weg? Ah. Hast du zwei Sachen schon? Ja. Eins, zwei, drei. Okay. Glaubst du, ich kann in den Himmel springen? Renn! Renn! Where are you taking me? Musste die Drohne noch mitnehmen. Ich hab's rausgeschafft. Nee, ich nicht. Ja, Pech. Kannst du jetzt deine Rüstung upgraden? Spawn on bed. Okay, anscheinend das Einzige, was ich wirklich davon gebraucht habe, waren die Schuhe. Hattest du alles andere auf 6? Nee, auf 6 oder 5. Wenn ich jetzt sowieso zu Hause bin, lege ich ein bisschen Zeug hier weg. Weg. Da ist ein Jontron in mir drin. Gut. Ein Jombrum? Geile Kaktus. Geile Keule Kaktus. Fit! Warum will man denn nicht einen Kaktus als Keule nutzen? Gab es nicht in irgendeinem Spiel? Bestimmt. Rave Rabbits. Oh Gott! Wie jetzt meine Füße aussehen. Rumpelig? Nee. Ich hab keine. Nee, ich meine in meinem Inventar. Dings. Was in deinem Inventar, Füße? Ja, ich bin Robert De Niro. Frag mich nicht, dass das miteinander zu tun hat. Al Pacino! Don Pacino! Also wir sind ja schon auf einem guten Weg, Rüber. Ja. Keine Ahnung, ich habe mir kurz einfach das auf die Tasten gelegt, damit ich gerade während ich gerade weg war. Auf Höhe 3. Aber ich denke mal, wenn wir hier weiter graben, dann kommen wir unter den Shop und können dort nicht weitermachen, oder? Oder hat der ab einer gewissen Höhe das? Gute Frage. Warum wird mir jetzt Fahrrad und Motorrad angezeigt plötzlich? Weil du die da hinten geparkt hast.
Ja, aber warum werden die mir jetzt plötzlich angezeigt? Keine Ahnung. Auf der Map. Genau unter dir. Steht deutlich über dir. Wo ist das Loch? Weiter hinten. Da ist Richtung. Das Loch. Muss jetzt erstmal hier wieder auf derselben Gegend sein. Ich habe aus irgendeinem Grund Skihike angefangen. Warum? Weil das gerade lief. Ich find's irgendwie sehr schlecht gemacht. Warum? Es fängt an. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich in dieser Situation gelandet. Gut. Also das funktioniert halt nach diesem Prinzip, die redet einfach mit den Zuschauern aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso, ob die das auch wirklich so immer im Comic getan hat. Ob das überhaupt Sinn macht. Ich finde schön, dass die Serie dasselbe denkt wie ich. Das sieht gruselig aus, wenn du da ankommst. Die Serie sagt sich nämlich so, ja, wir wollen dich nicht in deiner Menschenform hier sehen, wir wollen dich in deiner Ski-Hike-Form sehen, die ganze Zeit. Die hat eine Menschenform? Ja. Ich dachte, die ist immer grün. Nö. Die kann das an- und ausstellen. Bruce Banner technisch gesehen auch. Ich meine, er konnte das am Anfang der Serie plötzlich wieder. Als er sich eine Maschine geholt hat und dann konnte es nicht mehr, weil die Maschine kaputt gegangen ist. Und dann die Beschreibung von der Serie ist irgendwie dämlich, weil es kommt irgendwie so rüber, als wenn er irgendwie in einen Unfall geraten ist und oder sie in einen Unfall geraten ist und er ihr Blut geben musste oder sowas. Da stand nämlich was von Bluttransfusion. Aber was passiert ist, ja, die sind in einen Unfall reingeraten. Aber da fließt halt einfach ganz unnötig Blut in ihre Wunde rein von ihm. Gut. Pack mich nicht an. So hat das alles. Die sind einfach gegen irgendein Raumschiff gegengefahren mit dem Auto. Gut. Hier regnet's rein. Gut. Oh, we're halfway there. Oh. Typisch Andy. Typisch Andy. Typisch Andy. Being Ian. Beating Ian. Staying alive, staying alive. Level 88. Ah! I need a medic bag. Sprengmeister. Hast du Sprengmeister schon gemacht? Wahrscheinlich. Ist Unterpräzisionsschütze. Erste Seite. Ja, dann wahrscheinlich. Mach hier gerade mal den direkt weg. Hässlich wie die Nacht. Aber das ist halt einfach so komplett so geschrieben, als wenn die einfach nur wollen, dass dann Plot ist, aber nicht irgendwie, dass der Plot auch gut aussieht. Dass der irgendwie thematisch was bringt oder sonst irgendwie. Gut. Also, jetzt ist die wütend auf ihren Cousin. Jetzt muss die sich mit dem prügeln. Prügelszene. Wer ist Ian Cousin? Hier ist Ian Cousin. Guck mal hinten, ob ich da in dem Loch ein bisschen mehr weggraben kann. Du kannst ja eigentlich in die Richtung gut bauen. Weitergraben.
explodieren lassen. Und es sieht halt vernünftig aus, der Weg. Ja. Ich meine, wir machen den nachher noch größer, dass da alles kaputt geht, aber... Kontrollierte Explosionen. Explosion ist eine Kunst. Und Kunst ist eine Explosion. Das ist ohne mein Guter. Bist du sicher, dass das hier so eine gute Idee ist? Ich finde es super, dass ich, wie ich gerade drauf komme, aber wie der Autor von Medien Abyss auf die Idee gekommen ist. Der hat sich halt angeblich einfach einen Baum angesehen und sich gedacht, was ist da eigentlich drin? Was ist da eigentlich drunter? In dem Baum ist Baum. Ah! Dann dreht er sich so in der Luft. So. Wie so ein Wirbelwind. Warum? Wie im fucking Kobayashi-Intro oder was? Nein. Sich so wirklich so drehen, wenn du deinen Bildschirm anguckst, das. Eher wenn er da vor dir steht, dass er den Bildschirm einmal komplett umrandet. Gut. Aber schnell. Irgendwie taghell hier gerade. Es? Es ist taghell hier gerade. Es ist fast 22 Uhr. Ja, es ist taghell. Denk drüber nach, mir dieses Jojo-Kampfspiel zu holen. Ich frage mich eher, wie das Pinocchio Lacroix wird. Das Pinocchio-Kampfspiel. Nee, das Pinocchio Bloodborne. Pinocchio. Der Trailer, der da vor kurzem kam, sah sehr gut aus. Ich habe das Gefühl, Pinocchio ist eine blöde IP. Warum? Hast du mal den einen Film gesehen? Ich habe noch nie einen Film davon gesehen. Aber, all explore the world! Also das meinst du? Der von dem einen Typ aus dem Goofy-Film gesprochen wird, der den Käse isst. Warum habe ich gerade einen Hund gehört? Keine Ahnung. Ich habe bisher erst ein Pinocchio-Buch gelesen und da verbrennt er am Ende in einem Feuer. Fegefeuer? Nee, in einem normalen Feuer. Der ist einfach in ein Haus, das brennt ab und es stirbt. Oh, warum? Komm, das, hört sich nach das hört sich nach einer Max- und Moritz-Geschichte an. Du bist das Holz, du verbrennst. Weißt du, wie das endet bei denen? Ich meine, ja, die werden aus irgendeinem Grund zu Wärzen gemacht. Was gar nicht geht? Ja. War das eigentlich gewollt? Mir war ein Unfall, aber der hat das realisiert und hat sich gedacht, ja, endlich sind die Pisse weg. Was soll das? Was? Was gibt's nur in so einem, keine Ahnung, in was für einem Bundesland?
Märchenland? Phantasialand! Das heißt Phantasialand. Da war ich zweimal. Ich nicht. Ich hab's keinmal genossen. Ich nicht. Ich hab das einmal von der Schule her, ich weiß es nicht. Und einmal von der Therapie. Gut. Aber das habe ich immer gehasst, wenn wir mit der Schule in irgendwelche Freizeitparks reingegangen sind, weil da kann ich auf keine einzige Attraktion drauf, weil mich das alles einfach nur nervt und da musste ich immer auf irgendwelche einzelnen Gruppen warten, denen ich zugewiesen wurde, wo ich gar nicht mitlaufen wollte. Gut. Ich mag Achterbahn. Was Achterbahn? Ich sehe da keinen Sinn drin. Ich habe ja schon keinen Spaß am Autofahren, was will ich in der Achterbahn? Ja, Achterbahn ist lustig. Schlägst du dir den lecker Kopf an? Klein und rund. Erst in deinem Arschloch und dann in deinem Mund. Ich denke auch drüber nach, ob ich mir vielleicht noch mal der Yu-Gi-Oh! Serie angucke. Welche Sechsel? Naja, die habe ich auch gehört. Obwohl, die hieß doch nicht, das heißt doch nicht mal Sechsel, sondern Seal. Ich glaube, das heißt Sechsel. Nee, das X spricht man nicht aus, das ist Seal. WBCIS. Ja. Exakt. Ah! Hä? Haben einfach eine Zombie-Frau angerannt. Als ich mich hier durch den Dreckberg gekämpft habe. Einfach so. Der Dreckberg? Der Dreckberg. Die spawnen hier auf dem Dreck. Zu Party, zu Party. Hast du jemals das Originalvideo gesehen? Nee. Ich glaube, du sprengst wieder. Kann das sein? Ja. Wenn man hier ins Wasser springt, Fallschaden minimieren? Ich denke. Denk schneller. Keine Ahnung. Du gerade ab? Es kam es mir gerade näher und dann bist du wieder weggegangen. Ja. Bin nochmal die Tunnel entlang gegangen. Hast du da Licht gelegt? Oh Gott. Du hast da Bomben hingelegt. Gut. Hey, 348 Erfahrung. Ist das einfach nur, weil du stirbst? Keine Ahnung.
Hast du da Licht hingelegt? Ba 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 ba. Ich habe da gerade weitere Schritte gehört. Rechtliche Schritte. Wollen Sie Insolvenz anwenden? Oder wollen Sie eine Versicherung kaufen? Herbert Stricker. Herbert Stricker? Andreas Stricker. Strickert. Stricker. Megazord. Einfach auch so in so einem Spiel einfach den Namen nennen, dann am besten noch die Adresse. Ich meine, der hat einen Job, das ist öffentliches Wissen. Aber was für ein Job? Buch. Wofür warst du da eigentlich? Nee, ich habe mir random auf Amazon einen Manga bestellt und dann kommt da von irgendwie Andreas Stricker. Das ist der Autor. Nee. Sie bald auch mal wieder was wegpacken und ich brauche was zu trinken. Obwohl ich habe was zu trinken. Ich habe Kaffee. Obwohl ich davon. Ja, Kaffee! Davon. Warum haben wir eigentlich Crash-Test? Was? Ja, ich will eigentlich keinen Kaffee, weil Koffein ist scheiße. Warum hatten Crash Test eigentlich vor kurzem die Sprechhaltung von Cinder bei sich? Weil die Cosplay macht. Warum sehe ich eigentlich immer nur, wie du da so wie so ein Olympialäufer lang rennst und hinter dir dann in so einem Intervall einfach alles explodiert? Ja. Olympia. Gold. Für Deutschland. Wenn du machst Gold für Deutschland. Ja, ist ja auch Deutsch gesprochen. Gleich zerfällt einfach alles hinter uns. Wenn das jetzt geht, dass du unter dem Händler sein kannst, ne? Mhm. Das wird toll. Ich bezweifle das aber. Was will er machen? Genau das Geräusch. Also ich frage mich ja, ob schneller ist, das hier so zu machen. Oder ob schneller ist, das so zu machen. So ist zwar unregelmäßiger, aber ich glaube, so ist schneller. Jetzt ist auf jeden Fall schneller. Gut. Müssen wir nur noch einen Weg. Wump. Also eine Stelle finden, wo wir am besten runtergraben. Damit wir hier rauskommen. Warum? Ich verstehe nicht, warum man
fucking Recoil hat mit dem Raketenwerfer. Hier in dem Spiel. Weil da eine Rakete rausfliegt. Ich finde schön, wie du dabei selber wegfliegst immer. Hä? Fliegst du nicht weg bei dir? Nee. Bei mir hüpfst du immer so dämlich hoch, wenn du dagegen schießt. Da schon wieder. So ein Rocket Jump. Nein, ich will das nicht öffnen. Pack auf. Kopierung überlastet. Oder so eine Beetplantage. Warum? Zu 1000 Meter unter der Erde. Viel zu kalt einfach. Hat der da unten eingegraben? Das ist toter Shopkeep. Der kommt doch jetzt gleich. Der kommt gleich an, wegen Lärmbelästigung. Beschwert er sich, oder was? Der fällt einfach mit seinem Bett hier gleich rein. Ich habe irgendwie eine Kurve gemacht. Ah! Was? Das ist halt genau durchs Gesicht geflogen, oder was? Das war auch mal gerade. Also hier hast du angefangen mit der Kurve. Ja. Jetzt bist du total schief. Leuchtet so grün hier. Fällt uns gleich der Himmel auf den Kopf. Das sind wir Gallier. Nein. Himmel und Tod. Okay, der Shopkeep beschwert sich. Okay, dann mach einfach neben ihm ein Loch. Hier einfach breit genug, dann geht es. Erstmal was trinken. Erstmal Wasser kochen. Das hat irgendwie sehr wenig gemacht. Ah, jetzt fällt hier in der Mitte was runter. Minimal. Da kommt was. Da türmt sich was auf.
Ja! Kann man da oben schon was sehen? Ja. Okay. Ich sehe da weiße Streifen. Wir sind direkt unter der Straße. Ja. Ah, Zombie. Eine Sekunde, ich muss meine MG ausrüsten. Nee, nicht wegwerfen. Ausrüsten. Danke, Spiel. Nicht mich abschießen. Eisen. Warum kommen da so viele? Keine Ahnung. Und die bleiben da auch einfach liegen. Hier sind Beine. Ach stimmt, ich habe die Mod gemacht, dass ich die Länge ich schieße, umso Dings akkurater werde ich. Ja, das habe ich doch auch. Nee, warte, ich mache einfach mehr Schaden dann. Ja, bei meinem MG ist das akkurater werden halt richtig gut. Alter, meine FPS tanken gerade. Bei mir geht's. Der muss sich jetzt auch toll vorkommen hier. Now get out of my shop! Was ist mit meiner Lieblingsstraße passiert? Hallo? Ich bin der andere noch. Was ist da jetzt? Was? Da ist irgendwas aufgetaucht da oben. Hä? War da vorher nicht. Was? Der Millennium Falcon oder was auch immer das da ist. Was da rüber hängt. Zumindest das da? Ja. Screamer geflogen. Ob die den Weg hier jetzt wohl nutzen werden, wenn wir in der siebten Nacht dann hinten sind?
dass halt auch die Straße einfach bleibt. Da muss die Straße weitergehen. Hier den Weg lang. Die ganzen Zombies, die eben runtergefallen sind, eh schon die ganze Zeit über uns waren, als wir da gegraben haben. Keine Ahnung. Der Baum fällt! Gut! Wenn man sich das auf der Karte anguckt. Ja, gut, ne? Soll ich mir das mal von hinten angucken? Wenn du willst. Muss ich eben da hoch. Also den ganzen Weg zurück. Erstmal meinen Hammer nachladen. Ja, 148 MP. Hier war plötzlich eine Wand. Hier werden Wände reingeladen. Gut. Das ist super für unsere Produktion von Zement. Rede doch mit mir. Oh, hallo Screamer. Screamer. Ich weiß immer noch nicht, warum bestimmte Sachen hier unendlich lange schwimmen. Warum ist jetzt gerade... Okay, was hast du gemacht? Mich selbst umgebracht. Ja, aber warum? Was hast du da getan? Bomba! Warum kriege ich EP dafür, wenn du stirbst? Keine Ahnung. Ich bin Fan der Natur oder so, was ist ich? Hä? Ich bin komplett nach unten gefallen von der Leiter. Ich habe keinen Schaden genommen. Gut. Nicht mal ein Bein gebrochen. Du hast die Schuhe an. Ja, aber oder? Die helfen doch nicht so viel. Bei mir schon. Bei mir bekomme ich dir teilweise gar keinen Schaden. Du hast doch auch noch die Dingens gelevelt. Ja. Ich nicht. Die Horde rennt. Die Horde rennt. Der Horde ist running.
Kommt da noch Horde? Da war eine Horde. Ich sehe da immer noch Viecher sterben. Ja. Anhand dessen, dass ich immer noch EP krieg. Hat jemand gehört? Glaubst du, hier kommen noch weitere Fahrzeuge, wie ein Boot oder sowas vielleicht? Ich bezweifle es, weil das Meer der ganzen Welt ist. Ja, aber man könnte sowas doch reinmachen. Könnte. Könnte heißt nix. So ein Hausboot wäre doch cool. Ich find, ja, es wäre cool, aber... Kannst. Weißt du, was es viel zu wenig irgendwie gibt? Survival-Spiele mit mobilen Basen. Gut. Yes. Da kommt der nächste Screamer, aber guck mal, wenn du unten in dem Loch bist, nach oben. Eine Sekunde. Hallo. 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 Was soll das? Okay, ist einfach durch mich durchgeflogen. Ja, gut. Soll das so bleiben oder soll ich das wegmachen? Lass das so. Kann ich das hier auch machen? Krass. Ich meine aber, das fällt irgendwann auch runter. Irgendwann vielleicht. Eines Tages vielleicht. Ah, hier ist ein vernünftiger Weg runter und hier ist noch Rohr. Soll ich mal das Gebiet säubern, was mir da hinten angezeigt wird, vielleicht? Wenn du willst. Entwickelt. Aber ein paar Sachen. Ah, ich hoffe, das Coffee Cremate wird gut. Hoffe ich so sehr. Ich hoffe, dass wir heutzutage einfach mal weniger Remakes machen und mehr was Neues. Warum? Weil mich das furchtbar aufregt, dass immer nur Remakes gemacht werden. Hä? So werden Remakes doch nicht gemacht. Doch. Nee. Das ist sogar so. Meistens so bescheuert. Meistens werden Remasters gemacht. Das ist sogar so bescheuert, dass die Serie, die ich dir letztens gezeigt habe und ihm, dass die einfach im amerikanischen Raum nochmal gemacht wird. Ich meine, richtige Remakes, nicht komische Amerikanisierungen. Komische Adaptionen. Wo wir dann alle wissen, dass es schlechter wird. Ja. Don't let the door hit you on your way out. Let the door hit you on the way out. Warum laufen hier zwei Screamer entlang? Haben Spaß, die sind gay. Ich hab drauf geschossen, die haben die Laufrichtung geändert. Tango! Ja. Hulu! Wo wollten die hin? Ich hol mal mein Motorrad. Chroma Man Motorrad. Schöner Stahlmotorrad. Chroma Man Motorrad. Ich hoffe, das ist nicht die Mission, wo ich da in der Nacht irgendwo hin muss. Rufe viel säubern. Warum höre ich eigentlich immer noch, wie du. Okay, wahrscheinlich, weil du es noch machst. Was? Explosion? Ja, ich höre immer nur so ein.
Oh, da war das Spiel im Loch. Jetzt nicht mehr. Was machst du gerade? Bombardier? Ja, aber was? Ich warte jetzt einen Graben um das Grundstück von den Typen rum. Wie kommen wir dann da rein? Ja, wir können eine Brücke bauen. Prima. Häufig gebracht, schneller zielen zu können. Bam 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 bam, I want you in my room. Bam 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 da 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 da. Hinten hüpfen Leute einfach so im Gras rum. Hier, die hören uns singen, denken sich, Alter. Bam 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 da 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 da. Warum gibt es davon keine Version von uns, wo das einfach nur Battle-Daddle-Diddle? Du blidi-bili-bili-bili-bili-bili-bili. Bibidi-babidi-bobidi-bobidi-bobidi-bobidi-bobidi-bobidi-bobidi. Bei uns zu Hause wird auch rumgeschossen. Bisher sehe ich hier nur das eine Loch. Bisher. So, 3 Kilometer in die Richtung. Ich hoffe mal, ich werde nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Lecks gestört. Ach ja, ich habe gar kein Benzin mehr hier drin. Noch Benzin im Inventar. Nö. Dann müssen wir ein Auto auf dem Weg finden. Da wird ja wohl eins sein irgendwo. Sprengst du gerade schon wieder oder warum leckt das so? Ich springe immer noch. Auto. Brümdet, 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 Vehikel. War das nicht auch in irgendeinem Song? Ja, 300 PS. 300 PS. 300, der Film. Ach ja, natürlich, als die ganzen Spartaner sich gedacht haben, brumm, da brumm, da. Schraubenfeder, kurzes Eisenrohr. Kuchen. Wieso muss ich jedes Mal, wenn ich an das Wort Kuchen denke, an Ruby denken? Specifically an Nora und Penny. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Nichts! Deswegen frage ich mich ja. Aber das ist ein Fisch. Weiß ich. Hast du den überhaupt in Animal Crossing gefangen? Nee. Aus irgendeinem Grund hatten Leute damit Probleme, den zu fangen. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab den direkt gefangen, als der da möglich war. Ich versteh's auch nicht. Ich habe ihn nur 3 Tage, 4 Tage gespielt. Eine Woche halt. 3 Tage, 4 Tage in der Woche halt. Ja, und ich hab's ein ganzes Jahr oder so gespielt.
Und dann wurde es irgendwie langweilig. Ich meine, da kann man ja das DLC irgendwann mal für holen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ist das ein DLC? Ja. Das macht es. Das macht Happy Home Designer da rein. Gut. Warum gibt es kein Depressive Home Designer? Designer. Ich meine, du kannst es Depressive machen. Ganz einfach, wenn da einer irgendwie sagt, ich möchte ein hübsches Haus, dann sagst du einfach, nö, du kriegst jetzt ein Haus voller Toiletten. Du! Ich find's super! Du willst ein hübsches Haus? Nee. Den nehme ich. Was du bekommst, ist ein Dungeon. Passt gut dazu, dass ich gerade einen Wolf den Kopf abgeschossen habe. Gut. Weißt du, was ich gerade einfach so bin? Was bist du? Wenn bei einem Graben bin ich mach, denke ich mir einfach nur. Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Ja, unser Weg zum Shop ist weg. Aber der Shop ist dann abgeschnitten von der Außenwelt. Dann muss er ja auch nicht in der Nacht zumachen. Erklär dem das mal. Ah, ein Puma. Das ist ein Puma! Ah, ein Puma! Fährt mit dem Motorrad einfach nur dagegen und der Rack rollt einfach weg. Du hörst nur. Irgendwie gibt's hier keine Jogurade. War das in Green Hell, als ich das gesagt habe? Nee, das war in Falco 5. Weiß ich nicht. Ich schon. Dadurch nehme ich dann plötzlich Schaden, aber nicht. Oh Gott! Okay, Gollum. Aber ich nehme natürlich keinen Schaden, wenn ich irgendwie in so ein richtig tiefes Loch reinfall. Da war irgendein Gegner bei dir wohl. Ja, 26.000 XP-Gegner. Hat der so viel gegeben oder gibt er dir immer noch? Nee, da waren einfach irgendwie so 20 fucking Gegner auf einem Fleck. Ich habe irgendwie dreimal was gerade bekommen. Gut. Ah, ich bekomme wieder was. Okay, nichts mehr. Komm wieder was. Level up. Gehört das hier zu der Stadt oder ist da schon die nächste schon wieder? Yes. Out on a highway. I want to highway. Stell dir vor, du bist so in so einem Haus und dann siehst du da einfach draußen so einer mit dem Motorbike fährt da rum, fliegt volle Kanne gegen den Baum. I want a highway. I want a highway. I like the moped. I want a highway. I like my moped. Hey, hier hat jemand einen Bauernhof. Ist jetzt vielleicht nicht das Beste in der Schneewüste. Das ist halt Winter gerade.
Du sprengst schon wieder. Ich habe hier noch Standbilder. Karlskorn. Hier ist ein kleiner Teich. Karlskorn? Karlskorn. Hier ist eine Schule. Ich hab mich nach links gelenkt. Gut. Was soll das? Guck in mein Stream. Okay. Ah, es hat schon wieder so hart geschneit. Gut. Hochschnee. Was soll das? Lauf ich halt den restlichen Weg. So war der Winter bei uns vor irgendwie 16 Jahren. Das Haus ist weg. Hier stand eben noch ein Haus. Gut. Ah, ich fall durch die Welt. Ach, doch nicht. Gut. Ich kann mich aber nicht mehr bewegen. Kann nichts mehr tun. Ich werde auch nicht nachgeladen gerade. Was machst du? Ah, ich bin wieder da. Das Haus ist wieder da. Den Glitch hatte ich schon öfter, keine Angst. Hey, das ist dieses eine Haus aus den Simpsons. Welches eine Haus? Oh, es ist weg. Das, wo Bart reingeht und dann die Huren führt. Keine Ahnung, ja? Was der da macht. Der macht da irgendwie. Schlägt es ins Gesicht. Schlitten in die Sicht. Macht er was mit einem Hund? Mit den Huren. Ach so. Die von Homer? Keine Ahnung, aber hier läuft so ein Lauterbach rum und geht vollkommen an mir vorbei, aber rennt richtig schnell. Ist ein bisschen schwierig hier zu spielen, während du immer irgendwie was hochspringst. Warum sind die Gegner außerhalb von dem Haus? Ja. The fuck. In die Eier. Ob das schlau wäre, einfach das Haus zu sprengen. Komm hier nicht durch. Zerstört hier das Zeug nicht. Es bleibt einfach da. Gut. Sammle zwei Kerzen. Wird das hier auch irgendwann? Nö. Wie soll ich denn dann da durchkommen? Keine Ahnung. Ich halt übers Dach.
Master, we are not alone. Ich seh's. Harold White! Egal, weg. Ich sehe seine Knochen. Ja, die Bild ist wahrscheinlich ein White. Walter White. Walter Wyatt. Jesse Pinkman! Jesse Pinkman. Ich habe letztens ekelhafte Sachen auf Twitter gesehen. Ich sehe immer ekelhafte Sachen auf Twitter wegen dir. Ja, aber nicht die ekelhafte Sache. Und was für eine ekelhafte Sache war das? Da wollte ein Rechter natürlich wieder irgendeine Scheiße labern mit Ausländer, die stechen doch alle Leute ab. Ist doch gut, dass dieses eine Kind da abgeschossen wurde oder sowas, haben die gemeint. Ja. What the fuck? Da war nämlich irgend so ein Jugendlicher oder so, der wohl auf Polizisten mit einem Messer losgegangen ist. Also in die Richtung gegangen ist und die haben den abgeschossen. Gut. Und da waren dann Leute, die haben gemeint, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so toll, weil Steak mit Kartoffeln, das sind keine Kartoffeln, das sind Pommes. Gut. Die haben da gemeint, das ist nicht so toll, du hast einfach Kind abgeschossen. Schäm dich. Und dann meinte so ein anderer Rechter, hier könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn bei einer Messerattacke, wenn der durchgekommen wäre. Und dann hat er halt einfach so ein Video reingetan, wo jemand wirklich erstochen wird und stirbt. What the fuck? Das ist einfach so auf Twitter drauf. Und da siehst du es einfach, wie das alles da rauskommt. Das ist so ekelhaft. Falsch mit dem. Denn ich habe schon Brutaleres auf verschiedenen Websites gesehen, aber trotzdem, what the fuck, was für eine Person? Was für eine Art von Person? Na gut, das ist keine Person, die du sowas rumschickt. Das ist ein Richter. Denen ist das doch egal, was die da rumschicken. Die haben kein Moralverständnis. Zeig ich doch, das ist keine Person. Die sagen immer irgendwas von, ja, jeder hat irgendwie ein anderes. Nein, es gibt ein definitives Moralverständnis. Und sowas ist halt nicht okay. Da kannst du nicht mit Moralapostel kommen. Ich würde hier gerne übrigens auch mal wieder was tun können, anstatt hier ständig durch dich aufgehalten zu werden. I've got a bad feeling about this. Ich gehe hier eine Leiter runter. I've got a bad feeling about this. Kommen da drei Karl Lauterbachs aus der Ecke ran. Mit ihren Anzügen und wollen mich schlagen. Bauplan Robotikhammer. Hast du den nicht schon? Ich glaube. Dann benutze ich den. Hast du eigentlich auch schon Rezept Steak mit Kartoffeln? Ich glaube nicht. Kommen Sie raus. Ich glaube, ich brauche bald auch mal einen Raketenwerfer. Warum? Damit ich hier einfach Häuser, die ich ausräumen muss, einfach zerstöre. Dann muss ich dann nicht noch ganz oben. An dir die Dynamit zu machen.
hier einfach nur so ein blödes Bilderdingens wegen dir. Ich kann nichts machen. Ich mach nicht mehr was. Ja, warum passiert das dann? Keine Ahnung. Geh weg, Drohne. No drones allowed. Natürlich sind die alle in einem Schrank drin, die drei Leute. Bienenbuddy! Warum gibt's eigentlich nur gerade den Sasuke Sabutori? Nicht Samurai, Sabutori. Ach, muss das jetzt sein? Was? Da unten kommen Leute. Fuck, ich muss kurz weg. Vielleicht hilft das mal ein FPS. My senses have picked up something. Ja, meine Sensoren auch. Warum springt der nicht einfach hier rüber? Was zum... Ist das der... Gott. Fuck. Ah. Der Bärklöwe hört sich ja richtig bescheuert an. Ist, der kann ja auch jederzeit hier ankommen. Oder vermutlich gerade wird. Das ist gruselig. Auf dem Dach, oder? Oder ist der da unten? Ich kann den gerade nicht lokalisieren. Hinten ist ein Huhn. Incoming enemies, prepare for com- Wo ist das Kackviech? Ist da unten, oder? Oder hier in dem Raum? Da ist er. Hallo. Geht er wieder runter. Springt er einfach nur in die Falle rein. Jetzt hör auf die andere Seite. Da auch rein.
Hallo, ist da jemand drin? Ich war doch schon auf der anderen Seite. Master, we are not alone. Ich hab's gehört. Er hat Vorarbeit geleistet. Nein, Schlägerei bei 5. Komischer Sarg, der hier einfach so in einem Haus steht. Weil ist ja normal und so. Auf zu knurren, Kind. Circa 13 Minuten muss ich weg und mir eine Pizza holen, die ich dann in den Ofen geworfen habe. Geil. Hab mir halt gedacht, jetzt wo ich ganz sowieso weg bin, Ödland, Schätzband 2. Särge. Särge sind die Schatzkisten der Apokalypse. Lerne, wie du Särge für Knochenschmuck und wertvolle Edelsteine plünderst. Willst du Särge? I guess, ja. Weil hier ist auch ein Sarg. Aus irgendeinem Grund in so einer Garage ist einfach ein Sarg. Bringst du schon wieder? Ich bin gerade woanders hingegangen, wo immer noch Zeug am Zusammenfallen ist. Das gerade vielleicht, glaube ich, einfach nicht geladen wurde. Hier wird schon wieder nichts aktualisiert. Hier war auch eben einfach so ein Puma drin. Im Haus. Man hat den einfach nur gehört. Ich habe mich auf dem Balkon versteckt, weil der sich einfach richtig aggressiv angehört hat. Gut. Ich kann die Frau nicht anballern. Wieso bin ich jetzt draußen? Hier ist der Puma reingekommen, glaube ich. Durch das. Wodurch bin ich jetzt gestorben? Ich habe mir jetzt einfach kein Zahn auf den Kopf gefallen. Ich habe in dem Moment eine Frau abgeschossen. Bin ich die Frau? Weiß ich nicht. Ich würde gern wissen, wo der letzte Typ ist. Weil viel mehr gibt es hier irgendwie nicht an Räumen. Und ganz oben war ich halt schon. Es sei denn, man kann hier noch tiefer irgendwie. Oder da draußen gehört noch dazu. Gut. Wieso habe ich gesprengt? Ja, das sehe ich daran, dass hier die Wand sich nicht aktualisiert. Die ich gerade eingeschlagen habe. Jetzt ist hier ein Klo.
Hier ist ein Keller. Warum ist hier plötzlich die Tür offen? Ja. Hallo. Hallo. Was ist das denn? Die haben hier eine Bühne. Gut. Lalal. Der kann die Wand hier, glaube ich, gerade nicht einschlagen. Hey, Kok. Hallo. Fernkampfschaden plus 50%. Es soll mir irgendwie Wasser abziehen, hat's aber nicht. Hier ist auch ein Bunker drin. Nice. Oder so ein Morg-Teil halt. Keine Ahnung, hier sind ganz viele Leichensäcke. Gut. Hier ist irgend so ein Loch. Ganz viele Leute drin. Und da sind welche in Gefängniszellen. Warum kommen jetzt von überall welche an? Ja. Rede mit dem Händler. Scheinbar habe ich alles gekillt. Gut. Hier sind scheinbar immer noch Leute. Gut. Ich habe hier gerade übrigens auch zwei Kisten draufgeschlagen. Die haben sich immer noch nicht geupdatet. So, jetzt haben sie sich geupdatet. Incoming enemies, prepare for conflict. Jetzt ist einfach das, was da oben drauf war, einfach kaputt gegangen. Oh, Stahlspitzhacke 6. Nice. Weg mal mitnehmen. Immer noch dafür, dass man einbauen soll, dass man einfach alles, was man auf einem Ding jetzt hat, auf das nächste tun kann. Scharfschützeband 5. Kontrollierte Atmung. Lerne deinen Atem anzuhalten. Brauche ich nicht. Hast du das schon? Ja. Glaube ich, selbst wenn nicht, brauche ich es nicht. Jetzt bin ich ein Noob.
Zählen kostet 15% weniger Ausdauer. Ich wusste nicht, dass Zählen überhaupt Ausdauer kostet. Ich auch nicht. Ich schieß zu schnell. Eisenfreie Munition. Mir wurde gerade gesagt, hier kommen wohl gleich Leute an, aber irgendwie kam da nichts. Gut. Ich meine, die werden jetzt gleich kommen. Wie weit geht der Bunker? Geht's einfach hinten noch weiter. Was? 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 Der Ausgang mit der Luke ist einfach unter der Erde. Du machst die Luke auf und dann ist über dir einfach Erde. Gut. Hab's rausgeschafft. Den Airdrop. Warum renne ich gerade so schnell? Keine Ahnung. Ich will die 20.000 XP, die du gerade bekommen hast. Ich habe keine gemerkt. Gut. So ist er, Law. Dich. Ball, go! Go! Weißt du, wer der Typ hieß? Qui-Gon? Nein, der go! Qui-Gon! Welcher Go-Typ? Spider-Man. Kenn ich nicht. Der Pizzamann. Spider-Man? Der Typ, der dir überhaupt erst den Job gegeben hat. Das Teil ist immer noch nicht gelandet. Ne, warte. Gut. Hä? Der Airdrop ist in einem Haus drin gelandet. Gut. Einfach da oben auf dem Dach drauf. Gut.
Gerade. Die Herde? Die Herde. Ich muss kurz meine Pizza holen, bis gleich. Machen wir was ganz lame. Falls das klappt. Das Militärrüstungspaket hier nehmen wir doch. Für Steine. Der nächste. Da kommt keiner. Nee, nix stopp, ich fahr weiter. So jetzt nicht, aber an sich schon. Grove Street, home. Sehe ja nicht mal, wo ich hier lang war. Die hier wenigstens ein paar Schilder aufstellen würden. Hätte man auch die Straße geradeaus weiterführen lassen können. So, das gerade mit der Musik. Master, we are not alone. Ja, habe ich gesehen. Hier waren aber nicht so viele Straßen, als ich hier eben hingefahren bin. Muss ich ein bisschen mehr durch die Wildnis. Wo ich jetzt schon glaubte, dass das eine bessere Idee wäre, als einfach über Straßen zu fahren. It's a swing ding. It's a fun thing. Bin in der Nachbarstadt. Yes. Eis. Hallo Wolf. Hallo Golf. Man hört ihn einfach nur jaulen. Level 90, zwei Fertigkeitspunkte. Ich habe noch nicht mal den ersten wegtun können.
Was kann ich sagen, außer gern geschehen. Du bist willkommen. Willkommen im Internet. Hab ein Look around. Wann macht das überhaupt irgendwas, das mir kalt ist? Keine Ahnung. Irgendwie tut es nämlich nie was. Zieht übrigens gleich mich an, mal. Meine Situation hier. Situation? Ja. Ich bin hier gerade fast rein. Guten Tag. Mit den ganzen Zombies da. Die ganzen 1000 Zombies da unten. Und ich stehe hier auf dem Dings. Die winken mir. Aber ja, der Anfang vom Graben ist schon da. Müssen wir hier andere Wege für unsere Motorräder machen, damit wir da drum kommen. Wie viel Leben und Ausdauer hast du? Maximal 167 beides. 190. Gut. Hä? Aus dem Loch da unten, ne? Also ich schieße da einen Screamer ab und dann kommt aus dem Loch noch ein anderer rausgesprungen danach. Gut. Bike, truck. Achso, ich wollte erstmal wegbringen. Hast du hinter uns die Tür geschlossen? Ja. Ach ja, ich gebe dir jetzt hier mal. Eine Sekunde. Schneller, sonst ist es weg. Hab schon. Gut, nehmen wir halt die Sterne nicht, die ich hingelegt habe. Was will ich mit denen? Fick dich. Und jetzt das? Ein verdammter Zombie-Ausbruch? Im Ernst? Im Ernst? Ernst? Für mich doppelt. Immer noch? Ernst? Ja. Immer noch? Ernst? Okay. Ich habe noch eine neue Helmlichtmod und noch mal einen lilanen Militärhelm. Eine Helmlichtmod? Brauche ich nicht. Oben ist ein Screamer. Ich kümmere mich drum. Gleich. Ein Helmlicht. Oh. Ba-ba-ba-ba-ba. Wow. Ba-ba-ba-ba-ba. Bieben-bieben-bada. Zaden-dieden-dada. My senses have picked up something. My senses have picked up something.
Was haben Sie da? Take that something. Das hört sich nicht nett an da oben. Ja. Warum kommt ein Zombie jetzt zum Keller? Keine Ahnung, aber ich habe gerade Kampfmusik. Sollte ich da auch hochkommen? Nee, nö. Hört sich wirklich an, als wenn du Hilfe benötigst. Nee, nö. Ich höre noch mehr. Ich nicht. Schaden. Das hört sich nach einem Großangriff an. Oh, jetzt ist vorbei. Aber der schießt immer noch. Worauf schießt der? Keine Ahnung. Es fängt wieder an. Bam, 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 bam. Bam 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 bam. Generator müssen wir mal wieder auffüllen. Wir haben Kohle. Kohle? Ja, wir haben Kohle. Aber warum Kohle? Das brennt doch auch. Benzin, Kohle. Moment doch, halt, wer das? Wir sollten da langsam mal hoch. Nö. Ja, doch, weil der holt immer neue. Tag. Lachen the fucking what? You can't keep going away with this. Going away. Biberman. Believer. Believer. Oder was? Little, 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 little. Believer. Sumpfheld. Sumpfheld? Sumpfheld. Die eine Wand war hier fast kaputt. Die hier? Der hinter mir. Billyverse. Billyverse. Das Universum von Billy Boy. Warum eigentlich Billy Boy? Keine Ahnung. Weil er mich noch nicht einmal in Yu-Gi-Oh! Besiegen konnte. Ist. Ich hab mich noch nicht einmal in Yu-Gi-Oh! Besiegt. Aber was hat das mit dem Namen zu tun? Ich hab keine Ahnung, den Namen hatte ich auch schon vorher. Gut. I've got a bad feeling about this.
Wir kommen! Echt? Samsung, erlebe das neue Galaxy Z Flip. Ich wollte sagen, hat die Handy gerade vibriert. Ey! Ja! Willst du mit dabei sein? Nein. Willst du berühmt sein? Oh, leckt schon wieder. Hä? Danke, ich seh's. Waren da noch Zombies drin? Ja. Warum? Wollt ihr da doch jetzt rausfallen? Denk doch mal an die Kinder. Denk doch mal an die Nachbarn. Wie hält man die Luft an? Gut. Hä? Ich habe den einen Screamer hier einen Headshot gegeben, die ist umgefallen. Ich sehe wieder hinter ihr der nächste spawnt. Gut. Kino Pepe. Ameva. 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 Moment, der Schwein hat ja gar keine Hände. So tief war das ungefähr in unserem einen Spielstand doch, oder? Mit dem Loch um uns rum. Schön, dass das alles in der Luft bleibt. Nee, das war schon tief im anderen Spielstand. In dem einen. Ist mir doch ewig weit runtergesprungen. Nicht nur so fucking 20 Meter. Oder was das ist. Gut. Was? Du bist da gerade reingeflogen bei mir, aber ich durfte da nicht mehr heran. Gut. Zu, hallo! Gut. Warum? Hast du hier überall drunter was? Also ganz. Da unten ist alles rund um den Job herum hohl. Auf so 10, 20, 30 Meter rum. Auch die Zombies. Ba 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 ba. Das ist auch ba, so ba, dämlich. Ba. Ja. And, Ja, keinen Schaden genommen. Die war schon tot. Jetzt ist die super tot. Super. Muss meine Robodrohne wieder nehmen, wenn du das machst. Please don't leave me. Eingelassene Beute. Ja, da unten waren irgendwie 50 Zombies über die Nacht. Immer noch? Nee, ich glaube inzwischen sind die despawned. Fliegen einfach nur Leichen rum. Können Leichen fliegen? Können Schweine lügen? Können Priester laufen? Sagt das Vater unser auf. Ah!
schön, dass Katzen solche Geräusche halt wirklich machen können. Ha? Der wackelt nicht auch. Wartest du gerade auf noch mehr Munition oder was? Ich meine, ich habe im Hintergrund immer noch ein bisschen TNT in Produktion wo versteckt. Okay, aber. Komme ich hier jetzt raus? Was? Du musst bis da ganz hinten entlang gehen und dann die Leiter hoch. Toll. Oder wir bauen hier eine Leiter dann. Weil ich. Wir sollten ja, glaube ich, direkt an den Shop hier dran eine Leiter bauen können. Sekunde. Leiter. Ist ja der Block hier doch. Ja, da können wir dran bauen. Du hast nicht nur rote Haut, sondern da kommt auch rotes Zeug aus dir raus, wenn ich dich anballer. Krass. Sekunde. Ich will meine Mission abgeben. Ist ungünstig, dass du oben bist. Wieso? Ich hab die Latten. Würdest du sehen, wenn du nachher den Stream anguckst. Ach, wegen dem Rock. Make it snappy. Da kommt doch rotes Zeug aus mir raus. Der hat gerade den Hitler groß gezeigt. Ich glaube, der hat einfach nur komisch rumgedeutet. Wie Stanley. Wie Stand? Stanley. Let's make a pact. You do some kids say I'm not Stanley. Nee, Stanley. Watch yourself, stranger. I know some just fuck out of here. I've got work. You better not fuck. Look, blockhead. Cut your goddamn I have shoes. Oh. Ich bin eigentlich heute gesagt, I have issues. Aber I have shoes. Hast du Shoes? Ja, aber die lösen Blues sich langsam shoes? Auf. Dann hol dir. Dann hol dir. Stahlvorschlag, aber das ist doch aber tolles. Das habe ich ja nicht schon aus der Liste. HE-Rakete. Hey, Rakete. Ichi. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich rede mit deiner Großmutter. Azalee 8. Sessel 01. 4. Was? Sessel 01. 4. Also bei mir ist gerade auf Discord nur rübergekommen. Sessel 01. Wie? Juckersaft Smoothie. Spiel nicht mit Soße. Bauplan, Compound-Bogen. Ja, danke. Warum sind die einzigen Missionen, die ich bekomme, jetzt bei der einen Villa? Bei welcher? Ja, bei der einen, wo wir einen Tunnel hinhaben. Lass es. Ja, ich bin nur gerade hingeflogen, hab gesehen, dass es da ist und geh wieder weg. Wo ist denn mein Sammelpunkt?
wieder im Schnee. Wo ist der? Ich sehe ihn irgendwie nicht. Der Negali-Punkt. Da unten wieder im Schnee, in demselben Gebiet, wo ich schon war, einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich je einmal Dynamit eingesetzt habe. Nein. Ah, hallo. Guten Tag. Oder gehst du nicht gut von mir? Mir kam so ein Gollum halt entgegengesprungen, als ich hier den Shop verlassen habe. Ja, komm mal. Ja. Ich versuche gerade. Krass, du kommst aus dem Loch. Nimm die Leiter. Na, was willst du? Guten Tag. Hast du dir einen Raketenwerfer geholt? Oder Dynamit? Guten Tag. Irgendwie macht das nichts. Weil der Funk wieder angebrochen ist. Was? Ich habe das da alles runtergeworfen und es hat nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob überhaupt das explodiert ist ganz unten. Ich kann nachsehen. Es ist nicht mehr existent. Dann ist es explodiert. Wenn es so gut schmeckt, wie es riecht, schmeckt es gut. Es wird sich wieder hochkommen. Doch die Leiter. Wieso? Schuss kommt viel später, als dass ich schieße. Was, hast du schlechten Ping? Hast du schlechtes Internet? Keine Ahnung, aber wer hat hier das Lager wieder aufgebaut? Lauter Mann. Pizza. Ja, ich mach mal meine Mission. Einfach hier nur blöd in der Gegend rum. Was sagt die Post? Ah. Der Zaun ist weg. Das sagt die Post. Der Zaun ist weg. Ein Gartenbrand, ein Gartenbrand. Voll elegant unser Gartenbrand. Warum folgst du mir? Ich hätte Pizza. Und ich habe eine Mission da hinten in 2 Kilometer Entfernung. Ich nicht. Ich würde, glaube ich, gleich mit dem Stream aufhören wollen. Auf die Mission noch. Okay.
Würde schneller gehen, hätte ich ein Fahrrad mitgenommen oder sowas. Ja. Aber ich würde nicht doch nur wie zurück. Hättest doch nur wie ich dein Main Vehicle einfach im Inventar. Ein Bär! Ein Bär, er brennt. Komm, kannst du dich drehen? Gut. Mal sehen, ob ich diesmal erfriere. Ich hab Durst. Gut. Ich fände es gut, wenn wir in den Einstellungen einstellen könnten, dass Häuser nicht wieder regeneriert werden, wenn man da Missionen macht. Keinen Sinn machen. Das macht mehr Sinn, als das bis jetzt ist. Nee. Wenn überhaupt wird Sinn machen, dass man da dann überhaupt keine Mission mehr haben kann. Die Zombies können da ja immer reinlaufen. Ja, aber warum sollte man irgend so einen random fucking Krater von Zombies leer räumen? In so einem random fucking. Ja. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich hab's gehört. Jetzt gleich sind wir's. Ich hab gesagt, jetzt gleich! Hallo, ist es eigentlich laut? Das ist ein Säbelzahnbär. Ist das laut? Dein Arm ist verstaucht. Ja. Wie kann... Okay, ich will den jetzt nicht aufgraben, den Bären. Aber wie kann der meinen Arm verstauchen, wenn er mir auf die Brust haut? Ja, der Brustknochen hängt am Armknochen. Armen Knochen. Okay. Ja. Findest du das nicht auch immer wunderschön, wenn du irgendwo mitten in der Pampa bist und da dann einfach ein Haufen Müll liegt? Wenn du den Lüftungsschacht runterfällst. Stell dir vor, so würde eine Frau schreien, wenn die da runterfällt. Haben wir jetzt eigentlich jemals eine Mod gefunden für unseren Begleiter? Äh.
Der Hase hier eben so vor mir. Der ist Jimmy Rowling. Gut. Der ist einfach nur auf seinem Arsch hier rumgerutscht. So einfach so rumgeslidet durch den Schnee. Oh, hallo Bär. Obwohl das ein Wolf ist. Gut. Oh, der will gar nichts von mir, oder? Fleischschaden-Bonus. I'm not the fall with you! Dem U-Bahn-Schacht. Die Leute aus dem U-Bahn-Schacht. Ba 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 ba. Warum haben die Static Noise? Was? Warum haben die Leute aus dem U-Bahn-Schacht ein Static Noise? Keine Ahnung. Hä? Habe ich ein Static Noise? Jetzt nicht mehr. Gut. Ich muss kurz weg! Ein Puma! Ein weiterer Puma! Was ist denn hier? Komischer Graben. Rennt das Ziel irgendwie vor mir weg oder was ist hier los? Nicht so, als hättest du getroffen. Ich muss gleich noch Yu-Gi-Oh! Irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob ich das streamen will. Ich muss die letzten 5 Ränge in dem Duellpass machen. Ich find's gerade nervig, weil aus irgendeinem Grund kann ich mit meinen Metaphys-Karten plötzlich nichts mehr machen. Was irgendwie Quatsch ist. Ich habe nämlich nichts verändert. Meine Gegner sind auch nicht anders. Aber egal wie ich es jetzt immer mache, die gewinnen immer trotzdem. Auch durch Bullshit. Mir wurde gestern einfach irgendwie Essen gegeben. Bin ich kurz an die Tür rangegangen. Dann hat irgendwie mein Gegner irgendwas gemacht. Ich wurde gefragt, ja, willst du was machen? Und dann, wenn du da irgendwie nicht in 10 Sekunden was tust, du bist ja offline. Ja, dann werfen wir dich raus. Tschüss. Das ist halt einfach Bullshit. Dass das da dann plötzlich wesentlich weniger Zeit ist und du dann rausgeschmissen wirst. Als bei dem anderen Zeug. Schon wieder so ein Haus. Genau das gleiche. Aber woanders.
bräuchte ich übrigens auch mal eine bessere Version. Ja, dann wissen wir ja, wie wir hier schnell rein können. Einfach hier aufgraben. Incoming enemies, prepare for conflict. Ich weiß zwar nicht, wo genau das war, aber das war hier irgendwo drumherum. Da ist doch was. Und da war der Baum. Vielleicht ein bisschen ungünstig hier runter zu gehen. Aber funktioniert. Her. Du warst hier doch auch vorher nicht drin. Hallo Polizist. My senses have picked up something. Ja, haben wir das? Vielleicht die ganzen Gegner hier. Lass mich nachladen. Oben. Muss das sein? Ich komme noch nicht hier durch. Spiel Länder von der Tanklich Killing Floor. Wie bitte? Spielt einer von euch eigentlich Killing Floor? So geht das nicht. Fuck. Warum nicht? Ich muss einfach mal wiederholen. Achso, ich dachte, du hast mich wirklich nicht verstanden. Ich hab gesagt, so geht das nicht. Abgesägte Schrotflinte Mod. Wow. 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 Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Let's go, Barbie. Könntest ja zu mir rüberkommen und mir eben helfen, dieses Haus zu klären. Okay. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Okay, wohin? Da wie der Gambler. Ich beeile, ich werde hier verfolgt. Ja, ich fliege schon. Der glückliche Sammler Band 1. Dukes. Wenn du weißt, wo du suchen musst, kannst du fast überall Geld finden. Finde mehr Dukes in Beute. Wow. Master, we are not alone. Ja, ja, ich weiß.
Moment, ist das neue Saints Row schon draußen? Ja. Gut. Aber du weißt ja wo, ne? Fucking Epic. Wahrscheinlich. Ich hab das auf jeden Fall bei Epic gesehen. Ja, gut. Fucking Dead Island 2 wird ja auch für Test in Epic Exclusive sein für PC. Ja, wahrscheinlich wieder ein ganzes Jahr. Ja. Was einfach Bullshit ist. Ja, fuck you, Epic. Und dann auch noch Goku in Fortnite. Zu was ist diese Welt verkommen? Kapitalismus. Ich meine, das macht ja nicht mal in irgendeiner Art und Weise Sinn, dass der da mit einer AK-47 durch so ein Schlachtfeld rennt. Ich meine, der hat ein KMH. KMH. Ein KMH. Ein KMH hat der. KMHMH. KMHMH kann der einsetzen als Zusatzwaffe, die du dir kaufen musst. Siehst du mal. Übelst überpowered ist und alles direkt killt. Und das soll irgendwie, das droppt dann einfach. Musst du aber irgendwie trotzdem noch freischalten? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vor euch. Ist nicht so, als würde ich das Spiel spielen. Gut. Ein Schuss, alles ist hier rot. Du hast meine Motorsäge nachladen, Sekunde. Bin ich letztens nicht lang gegangen. Wohin führt das? Ich habe meine Motorsäge nachgeladen. Das. Verborgener Müll. Komm aus dem Keller hoch. Ja. Guten Tag. Hier bei demselben Haus war ich schon. Also da war ich eben. Das war das Haus, wo ich meinte, hier ist Bad drin. Aber das Haus war woanders. Dir das Buch hier jetzt geben. She's a seashells by the seashore. Erdbohrer 4. Bei meiner ist der 5. Ich glaube, meiner ist auch besser. Ich sehe nur gerade nicht. Ja, ich habe einen 5er. Na gut, ne? Gib mir das Buch. Hä, diesmal ist das hier nicht zu. Ja. Das letzte Mal war das Roguelike. Zu, da habe ich den, hier liegt's doch. Habe schon. Da habe ich das Dingens rausgeholt, das Buch, womit man aus Särgen mehr rausholen kann. My senses have picked up something. Huh. Stahlaxt 6, nehme ich. Was? 6? Stahlaxt. Achso. Ich habe mich schon gefragt, was ist ein Stallachs? Stall AG, wir bauen Ställe. Wir bauen Ställe. Wir bauen Ställe. Verdammt. Verdammt. Ein Stall. Stark wie ein Stier. Benutzen. Bilvis? Kürbis benutzen. Bilvis benutzen. Also nochmal der Unterschied zwischen einem Bilvis und einem Ork. Der eine hatte weiße Augen. Gut. Waren Bilvis nicht mehr so Goblins als Orks? Ja. Okay. Warum nennt man die dann nicht so? Well. Bilvis and Butthead. Gut. Hier kommen die nächsten. Hier ist die Scientist-Frau. Die total selten irgendwie ist. Oh.
Stimmt, die sehe ich gerade zum zweiten Mal. Die habe ich in dem einen Bunker gesehen. In der Militärstation. Hier habe ich mich übrigens vor dem Puma versteckt, als der unten alles zerstört hat. Ein Puma Matata. Ein Puma Matata. Ich bin hier eigentlich ursprünglich einfach übers Dach reingekommen, deswegen hatte ich die ganzen Gegner. Hier ist das Herr Lauterbach Haus. Zimmer, ja. Hauszimmer. Die haben hier einfach genau dieselben nochmal drin. Ich wollte gerade sagen, hier oben ist irgendwie niemand und dann kommt da 5 Leute an. Waren bei mir eben nur einer. Scharfschütze Band 7. Lerne, wie High Power gefertigt wird. Nämlich. Hab ich schon. Dann ist das eigentlich ein Räumungsbefehl oder ein Durchsuchungsbefehl? Räumung. Hier scheint noch jemand zu leben. Oh, hier ist ein Waffensack. Hier ist ein Seil. Ah, ich brenne. Ich will doch nur das Seil benutzen. Gut. Alte C4, wenn du es auch mal benutzen willst. Hallo Herr Lauterbach. Rede mit dem Händler. Hallo Herr Lauterbach. Kennst den halt nicht mal. Hier, nimm! Tragschrauber. Gyrokopter. Was ist mit dir? Leben findet einen Weg. Gut. Warum hat das Server ganz so lange gebraucht, um zu realisieren, dass ich Glas gegessen habe? Ich esse Glas und irgendwie so fucking 10 Sekunden später mache ich erst. Kann das sein, dass ich nicht losfahren kann, wenn der hinten die Räder nicht hat? Was? Guck mal. Fucking Stream. Ah, jetzt geht's. Hä? Warum hat das die ganze Zeit nicht geklappt? Keine Ahnung. Warum fliegt der nicht los? Muss ich da nochmal was Besonderes drücken? Zu fliegen, zum Hoch, nach hoch drehen ist Leertaste, nach unten gehen ist C. Ja, aber wie es überhaupt starten? Wie meinst du? Er startet halt nicht. Sind alle Gegner auf dem Boden? Jetzt nicht mehr. Gut. Ich würde das übrigens vielleicht mal auf der Straße hinbauen. Nicht auf dem Dach übrigens. War genügend Platz. Are the Champions. Hoi! Are the Champions. No! Time. Ich
nimmer abheben. Das ist doch immer so scheiße, wenn man das länger nicht gemacht hat. Senkrechtstarter. Rückwärts. Ah, Starter. Warum hört der halt immer auf? Der Rotor geht halt immer aus. Du musst W gedrückt halten. Ja, tue ich ja. Am besten Shift dazu. Tue ich auch. Und dann, keine Ahnung, was dein Problem ist. Der fällt halt immer wieder runter. Warum gehe ich gerade vom Ziel sogar weg? Ich sehe nichts. Ich würde übrigens nicht so nach oben gelenkt, sondern halt mehr horizontal fliegen. Ich weiß. Fick dich, Griefer! Griefer. Screamer. Screamer. Old man. He's a one touch. Your own. Personal. He's a one touch. Old man. Baum. Was? Einfach ein Baum plötzlich im Weg. Ich bin dagegen geknallt. Und der hat mich einfach nur gedreht. Gut. Und dann bin ich weiter in die Luft geflogen. Gut. Dein eigener, personeller Jesus. Dein eigener personeller. Ich glaube, ich crash gleich in den Shop rein. Gut. Er beschwert sich nicht. Er beschwert sich immer. Ja, aber das ist einfach seine Persönlichkeit. Der ist Österreicher oder Brite. Hey, da sind ja gar keine Löcher. Das ich hab den Flächen wieder zugebaut. Kann ich das hier überhaupt auf seinem Gebiet landen, ohne dass es weggeht? Ich glaube, ich tue das mal lieber hier vorne hin. Ja, ne? Klar tut mir das dann plötzlich weh. Guten Tag. Kann ich Sie für Jesus interessieren? Nein. Hier kommt nur Nutella auf den Tisch. Erst will Jesus aufs Brot schmieren. Links, rechts und mitten auf den Mund. Stahlknüppel. Stahlknüppel. I'm gonna make you, it's a deal. Kauft ihm einfach seinen eigenen Stahlknüppel wieder.
Hast du deinen Teil wieder? Nee, das musst du mir geben. Das ist da geparkt. Ja, aber weil du aufgebaut hast, zählt halt Sand. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip. Wofür? Ja. Sieht die Nachbarschaft schon wieder hässlicher aus, weil du ein weiteres Haus hier zerstört hast in der Nähe. Was bist du? Makler? Angela Makler? Genug, einen Screamer abzuschießen. Das ist mein Name. Screamer? Gut genug, einen Screamer abzuschießen. Ach, krass. Das bin ich. Heiße Map. Map heißt Karte. Rucksack. Ich weiß, ich habe übrigens vor kurzem erst herausgefunden. Hatte ich dir das gesagt oder hat dich das Lase gesagt? Heiße Map. Dass ich vor kurzem erst herausgefunden habe, warum der Explorer Dora heißt. Das hast du mir gesagt. Aber du hast mir nicht gesagt, warum. Wegen Spanisch. Ein weiblicher Explorer ist halt eine Explorer Dora. Dora Dora? Ja. Da habe ich halt realisiert wegen fucking Far Cry. Haben die das da gesagt? Ist ein Rang, den man, also ein Level-Rang-Namen, links, den man bekommt recht früh. Haben sie mir nicht gesagt. Du spielst ja auch nicht auf Englisch. Wer spielt das denn schon auf Englisch? Warum liegt hier Geld in Medizinzeugs? Geld heilt alle. Capitalism. Geräusche minus 8%. Geräusche minus 8? Protzend. So, ich hatte die bessere Stahlaxt, die werde ich mal eben aufbessern hier mit den Mods. Deine eigene bessere Stahlaxt. Get you bummed here. Get you bummed up. Keks. Dann get you bummed up. Get you bummed up. Du wirst zum Penner. Ich glaube, wir haben langsam mal zu viel Fleisch. Glaubst du? Ich zieh hier die ganze Zeit neues Fleisch da immer heran. So glaubst du, nehme ich kein Messer mit? Ich nehme ein Messer mit, damit ich dafür Erfahrung kriege. Schmeiße Fleisch immer weg, dann halt. Ich nicht. Personal Diesel. Chisel?
Der Own Personal Chisel. Ich kann doch verkohltes Wildbett daraus machen. Dein eigene. Personal. Keiner. Biebes. Biebes. Biebes Underwood. Das Weave. Aber ja, das ist im Endeffekt, was die in Yu-Gi-Oh! Bridge gemacht haben aus dem. Gut. Auch wenn ich nicht verstehe, was an dieser Sendung generell gut war. Keine Ahnung, das Einzige, was ich davon weiß, ist, dass sie lachen. Ja. Und dass sich einer von denen auf einen Fotokopier gesetzt und dann von dem der Arsch anfängt zu bluten. Ohne Grund. Nee, weil das Glas zusammenbricht. Ich hätte gut, wenn es ohne Grund gewesen wäre. Ace? Ah, mein Ischias. Was? Mein Ischias? Ja. Weißt du nicht, was der Ischias ist? Nee. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass das alte Leute sagen, wenn die sich irgendwo draufsetzen oder so. Gut. Warte. Also ich würde es ja jetzt nachgucken, wenn das hier Ischias Nerv. Ja, das ist tatsächlich am Arsch. Gut. Das ist genau in den sich hinsetzen. Ah, mein Ischias. Gut. Ah, so kann man noch Dings machen. Interessant. Okay. So kann man auch einen Zug machen? Nee, ein Fenster, ein Durchgang. Hast du ein Loch irgendwo reingeschaut? Gehauen? Nee. Nee. Ich hab hier wohl was aufgebaut. Aufgebaut. Bap, 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 bap. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Was guckst du? Wo? Okay. Ich hab schon wieder weggenommen. Tolles Bild. Tolle Klo. Das war Stein. Tolle Lampe. Toller Stein. Wieso vom Ey? Irgendein halt, ne? Sagt die nicht B und nicht Ey? Keine Ahnung. Ich glaube, da ist nicht wirklich jeder einzelne Kronleuchter recht. Doch. Das ist ein Make-A-Wish-Wunsch. Oh. Was hast du das war nicht meine Absicht. Ich habe auch versehen noch aus mit meinem Gegner abgeschossen. Gefütterte Stiefel 6. Laser-Zielhilfe-Mod. Warum fütterst du Stiefel?
Keine Ahnung, aber wofür Laser Zielhilfe? Für Waffen. Kann ich doch eh nicht hier noch dran packen. Packe ich an meinen Bohrer. Du packst das an deinen Bohrer und dein Bohrer mit dir. Bohrat. Bohrer, Bohrat. Bohrat. Hi. Das geht enorm mich. Hey, komm mal her! Hey, du! Wer, ich? Aber komm mal her! Hast du den Keks aus der Dose geklaut? Bad feeling about this. Komm mal, wenn du in meine Richtung guckst, draußen, komm mal dahin. Hey, komm mal du her. Ach ja? Bart, komm mal her. Nee, komm mal du her. Wir wollen hier noch ankommen. Hier ist ein Kurierturnister. Was ist hier jetzt gerade passiert? Nachtpirscherband 3. Milwaukee. Klingenwaffen verursachen 10% mehr Schaden in der Nacht. Nicht, wenn meine Drohne hier drin ist. Und das hier war wieder so ein Haus, wie wir damals hatten. Ich sehe da hinten nur so eine riesige Explosion. Da fliegt irgendwas raus. So, was soll ich da tun? Also du sollst dich da hinstellen. Komplett drüber geschossen. Gut. Schieß nicht auf unser Haus. Das war nicht meine Intention. Und hier gibt's dann ein Feuerwerk. Siehst du mich? Ja, da. Feuer, frei! Schön, wie da nichts passiert ist, außer dass du explodiert bist. Und das scheinbar laut meiner Anzeige sogar überlebt hast. Gut. Also laut dem Leben, nicht laut der Anzeige. Leben hattest du nämlich noch, aber du hattest das Symbol, dass du tot bist. Ich bin ja auch tot. Ich spreche aus dem Jenseits. Ich nutze irgendwie nie das Inventar von der Drohne. Sollte ich eigentlich mal. Guten Tag. Ich bin der Gast der weit entfernten Zukunft. Die Skelette haben die Kontrolle übernommen. Die Welt ist ein Albtraum. Querdenker? Das ist ja Wahnsinn, Querdenker-Skelette. Die Skelette sind viel zu cool.
Keine Ahnung, warum machst du jetzt Rausch schon wieder? Was? Rausch schon wieder? Hast du einfach angestellt irgendwie? Hä? Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Gut. Hä? Hallo, hallo, hallo? So, wenn du rauschig, rauschig? Rauschig. Na komm, rauschig. Sekunde. Besser? Weiß ich nicht. Hallo, 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 hallo? Rauscht, wenn du redest. Hä? Jetzt nicht mehr. Ich hab jetzt nichts anderes. Wo bist du? Glaubst du, der dankt uns dafür, dass wir da... Also du bist da unten. Bin ich unten. Wo bist du dann? Ach, da oben. Ah, komm mal runter. Glaubst du, der dankt uns für das Loch um sein Haus rum? Dass er jetzt keine potenziellen Marktpartner mehr hat. What? Nichts. Du hast geschossen und nichts ist passiert. Ja. Ist da gerade hinter uns was explodiert? Genau davor hatte ich Angst. Ja, hier ist die Wand eingeschlagen worden, dank dir. Ah, das kann ich reparieren. Und hier unten ist aus irgendeinem Grund eine Aussparung ohne Grund. Ja, da habe ich angefangen. Da will ich nach unten bauen, noch. Zum Tunnel. Damit man da auch hinfahren kann. Du meinst? Ja! Dann kannst du da auch hinfliegen. Meine Rüstung angegriffen. Willst du beenden? Ja. Warte, ich gebe dir vorher ein Buch. Ja gut. Könnt ihr mich wie immer auf Twitter, auf Twitch oder auf YouTube finden und... Ah!